So, da ein paar Fragen dazu kamen. Hier mal mein kurzer Eindruck zum Bivipack von Tramplight hier. An und für sich ein ganz nettes Konzept, eine nette Idee, einen Rucksack zu bauen, der sich auch in den Biwaksack umwandelt. Das funktioniert auch so, wie er es gedacht hat. Also gibt es eine Anleitung dazu und man kann das hier wirklich ineinander ummodeln. Der Biwaksack ist meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen. Also man hat gerade im Kopfbereich echt Platz und dort, wo es unwichtig ist, also im Beinbereich eben nicht so sehr. Gleichzeitig muss ich aber sagen, es ist halt so ein Ding, man versucht hier zwei Sachen in eins zu kombinieren und irgendwie macht es beides nicht so wirklich richtig. Das heißt, gerade der Rucksack entspricht nicht so dem, was ich mir erhofft habe. Ehrlich gesagt, auch so ein paar von den Riemen, so ein paar von den Schnallen sind von der Qualität her nicht so, wie ich es erwartet hatte. Deswegen verkaufe ich ihn auch wieder oder habe ihn auch schon wieder verkauft. Also das ist eigentlich das letzte Video, bevor er jetzt auf die Post geht schon. Das heißt, da war ich einfach ein bisschen enttäuscht von der Geschichte und auch der Rucksack als solcher ist halt, ja, jetzt nicht so der Stil, den ich verfolge. Ich bin ja dann doch mehr so der Trailrunning-Pack-Fan. Und gleichzeitig ist auch der Biwaksack für das, was er macht, relativ schwer natürlich, ne? Also das heißt, entweder hat man halt einen relativ schweren Biwaksack, einen relativ schweren Rucksack. Und wenn ich mir halt jetzt, so wie ich es gemacht habe, einen Biwaksack selber mache und einen Rucksack selber mache, habe ich beides so, wie ich es mir vorstelle und beides insgesamt noch leichter und auch insgesamt besser auf mich angepasst. Deshalb, ich denke, es wird Leute geben, die werden das feiern. Ich denke, es wird Leute geben, für die ist das genau das Richtige, für mich einfach nicht. Und ja, insofern hoffe ich, das war für euch auch ein kleiner interessanter Eindruck über den Bivipack von Tramplight Gear. Man findet ja nun nicht so sehr viel im Netz dazu. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.